In diesem Video zeige ich, wie ich meinen Katzen Agility beigebracht habe. Ich empfehle das Training vor der Fütterung zu machen, damit die Katze noch hungrig ist und gut auf die Leckerli reagiert. Ich benutze folgende Methoden, um meine Katzen durch den Agility-Kurs zu leiten. Ich animiere sie zum Folgen mit einem Löffel mit Nassfutter oder ich benutze ein akustisches Signal. Beide meine Katzen haben ihr eigenes Signal. Das Signal für meinen weißen Kater Oteni ist das Klopfen mit dem Finger auf den bestimmten Ort. Das Signal für meine graue Katze Yosara ist das Schnipsen mit dem Finger, dabei halte ich auch die Hand in die Richtung des Ortes. Ich mache den Agility-Kurs mit beiden Katzen gleichzeitig, deswegen brauche ich auch zwei verschiedene Signale, damit genau jeder weiß, wann er dran ist. Hier kann man sehen, wie ich das mache. Zuerst lasse ich Oteni die Säule hochklettern. Danach kommt Yosara und ich schicke sie durch den Tunnel. Danach gehe ich wieder zu Oteni und so weiter. Am Anfang habe ich immer die gleiche Reihenfolge vom Agility-Kurs gemacht. Um es interessant zu halten, habe ich später immer wieder die Reihenfolge der Zielorte geändert. Wenn es Fragen gibt, kann gerne ein Kommentar hinterlassen werden und ich versuche dann zu helfen.